Willkommen zurück zu Let's Play Some Crisis 2. Wir stehen hier in, Manhattan, wo auch sonst. Da, wo wir die ganze Zeit gewesen sind. Begeben uns jetzt zum ins Zentrum hier, genau. Zum Central Park. Denn darunter wurde festgestellt, liegt die Hauptbasis der Seth. Ja, und ich, Alcatraz, in seinem Nanosuit, bin jetzt die einzige Waffe, die dagegen irgendetwas ausrichten kann. Nehmen, Stealth oder Nachschub aufnehmen. Ich entscheide mich für Stealth. Ja. Aber das sind nicht gerade wenig Gegner. Hier haben wir wieder so eine Sporenkapsel, oder? Nee, aber nehmen können wir da nichts. Schade. Gut, lassen wir uns trotzdem nicht beirren. Und sehen mal zu, dass wir hier vorwärts kommen. Eieiei, das hat mit dem Stealth-Kill nicht so ganz geklappt, wie wir uns das erhofft haben. Da kommt er auch schon angestürmt. Der kleine Seth-Krieger. Aber ist uns egal. Colonel Barclay, Sir. Wo bleibt meine Luftunterstützung? Wir wurden hier eingekesselt. Ein Schiff mit Luftbodenraketen ist von McGuire aus zu ihrer Position unterwegs. Aber irgendein Funkverkehr der Seth stört die Frequenzen. Der Pilot braucht Hilfe bei der Zielerfassung. Ist Alcatraz bei ihm? Alcatraz, suchen Sie sich eine erhöhte Position. Luftunterstützung kommt. Ja, ich weiß es doch. C4 aufheben. Okay. Dann werde ich den vielleicht gleich brauchen, diesen C4. Mal gucken, ich weiß es nicht. Die werden uns doch hier bestimmt wieder mit so einem Läufer zu Leibe rücken, oder? Nee, warte mal. Hier bin ich wieder draußen? Das ist ja völliger Quatsch. Das wollen wir gar nicht. Nein, ich muss mir doch eine erhöhte Position suchen. Hier irgendwie. So, weil wegen... Ach, Aufzugschalter, gucke. Habe ich fast übersehen. Weil der eine ja kaputt ist. Gut, nehmen wir den anderen. Hallo, hallo. Kommt der auch mal an, der Aufzug? Aha! Siehst du wohl. Aufwärts, bitte. Hier können wir gerade mal Energie sparen. Da brauchen wir uns nicht tarnen. In dem kleinen Aufzug hier. So. Alcatraz, wir fliegen hier praktisch blind. Ich muss die Ziele jetzt sehen. Markiere den Seth-Hinterhalt für einen Luftangriff. Jo. Taktische Optionen verfügbar. Markiere den Seth-Hinterhalt für einen Luftangriff. Alles klar. Stealth. Geschütz benutzen. Okay. Begib dich zu einem geeigneten Beobachtungspunkt und markiere die Seth-Ziele unter dir. Rufname Alcatraz. Wir haben das Signal Ihres Anzugs gespeichert und mit unseren Waffen verknüpft. Die Erfassung der feindlichen Ziele muss über direkten Sichtkontakt erfolgen. Okay. Das klingt doch schon mal schön. Jetzt werde ich hier erstmal... Zack! Das Mistvieh hier ausschalten. Oh! Nein! Nein! Was? So schnell geht das? Unglaublich, wie oft ich hier ins Gras beiße. Geht ja mal gar nicht klar. So. Vielleicht sollte ich die einfach, Klatsch! Oh je, da schießt er schon. Guck mal. Nee, von hinten. Ah, haha.
Ja, da kannst du growlen, was du willst. So. Dich kriege ich auch. Ey, bleib mal stehen. Da stürmt er mich an. Nein. So. Ach, guck mal an. Auf einmal wollen sie alle was von mir. Klatsch. Aber nicht mit mir, Kollegen. Aua. Hallo. So. Komm her. Komm, mein Kleiner. Komm. Wirst du wohl? Ha. Oh oh. Ich glaube, ich spinne. Jetzt habe ich hier nur noch die Schrotflinte übrig. So ein Mist aber auch. Warte mal, da war doch so ein Munitionsding hier. Genau. Nachschub aufheben, schön. So, und jetzt muss ich von hier aus die Kacke markieren, oder was? Oh, oh, oh. Und wie mache ich das jetzt? Muss ich da drauf schießen, oder was? Ja. Nee, das wird wohl nicht viel bringen. Der leuchtet auf jeden Fall rot und so weiter. Soll ich hier runterspringen? Nee, oder? Hallo? Hilfe? Kann mir jemand mal kurz erklären, was hier abgeht? Ich bin an einer erhöhten Position, ja. Da habt ihr es. Und jetzt? Habe ich irgendwie Raketen oder so? Nein, habe ich nicht. Und er fliegt da auch irgendwie rum und ja. Ach, weißt du was? Der blaue Pfeil zeigt aber da hinten hin. Vielleicht muss ich ja hier runter. Ich werde einfach mal gerade meine Panzerung aktivieren und den Sprung riskieren. Ich werde so sterben, ich weiß das schon. Nein! Klatsch! Siehste. Habe ich genau gewusst. So. Ja, war eine dumme Aktion. War echt eine dumme Aktion, so ganz geringfügig. Aber was willst du machen? Er guckt sich hier die Wände an. Ich könnte jetzt so schön auf ihn draufhalten hier. Klatsch! Da muss es irgendwas anderes geben. Weil runterspringen ist da keine Option. So geht das nicht. Aua. So, schnell mal weg hier. Bevor die mich wieder fisten. Ja. Klatsch. Wow. Hey, hey.
Lässt du mich in Ruhe? Ihr Mistviecher. Ja, erstmal fleißig nachladen hier. Alter Verwalter. So. Da habe ich ja ein paar ausgeschaltet. Drei Stück sind's noch. Und dann muss ich mir echt was überlegen, wie ich das mache. Hier. Eieieiei. Guck mal. Was ist denn das hier? Hier kann ich raus. Aha. Nein. Warum klappt denn das nie mit dem Stealth Kill? Ja. So, also da kann ich das Geröll da runter. Bleib doch mal hier. Klatsch. Geh mir aus dem Weg. Herr Jemine, ich wollte mich hier gar nicht so lange aufhalten. Na, bist du schon tot? Nein. Da kommt der Flieger. Na, keine Moon mehr, also. Und jetzt haben wir den Flieger da hinten, der da richtig Krawall macht. Ja, das hatten wir vorhin auch schon. Ist halt die Frage, wie kommen wir da jetzt hin? Was machen wir? 15 Meter, das ist hier. Und markiere die Ceph-Ziele unter dir. Ja. Erreiche Ceph-Struktur im Central Park. Markiere den Hinterhalt für den Luftangriff. Ja. Und jetzt? Ich ziele darauf, ja. Habe ich hier irgendwie so ein Markiermoped? Ich weiß nicht. Nee, eigentlich nicht. Ich kann ja aber mal schauen, denn hier kann ich runterlaufen. Begib dich nach oben zu einem... Nee, das ist doch Quatsch. Wenn ich hier wieder runterlaufe, dann werde ich wieder nach oben verwiesen. Oh nein, was muss ich denn hier tun? Ja. Tja. Ich habe keine Ahnung. Eventuell habe ich hier irgendeine Tastenbelegung. Ich muss mal schauen. Steuerung. Tastatur. Du. Kampf. Ach, warte mal. Mir fällt da was ein. Irgendwie mit dem Visor hier. Was haben wir hier? Geschütz benutzen. Schweres MG. Stealth. Vielleicht das schwere MG. Das ist doch mal eine Idee. Guck mal. Das wäre hier eine Möglichkeit. Ja. Kling. Abgebaut hier. Ups. Ja, die sagen hier immer markieren, markieren, markieren. Und wie? Ich habe keine Ahnung.
Ich feuer einfach mal alles drauf. So. Aber wie ihr seht, funktioniert auch das nicht. Ja? Habe ich ihn jetzt markiert? Haha, siehst du? Ich bin auch ein Idiot. Ja. Ich bin echt ein kleiner Idiot, wirst du sagen. Dass das so einfach war. Ja. Schön. So ein Mist aber auch. Das war jetzt echt vergeudete Zeit. Oh nein. Oh nein. Ich Idiot. Maximale Panzerung. So. Jetzt lass uns aber mal hier zusehen. Junge. Grendel gegen Sprengung, Grendel. Ja, bitteschön. Was denn für taktische Optionen? Kanten greifen. Ach du Heiliger. Da wird wieder scharf geschossen hier. Ich will doch nur in den Central Park. Warum machten wir sowas? Wow, wow. Gerade noch so die Kante erwischt. Boah, ging mir gerade die Düse. Halleluja. Jetzt keine Zeit vergeuden hier. Scheiß auf alle Gegner. Wir wollen wieder zu unserem Team stoßen. Also vorwärts. Oh oh, ein Dicker? Erlaub mir mal ganz kurz hier mich ein bisschen zu verflüchtigen hier. Eieiei, da stürzt alles zusammen. Also den Dicken, wie gesagt, ignorieren wir mal. Ist mir gerade ein bisschen egal. Klatsch. Au, au, au. Wow, was geht da ab? Was? Das ist keine Seth-Basis. Das ist ein verdammtes Raumschiff. Eieieiei. Was zum Geier? Okay. Ein Fade-out. Hören Sie, Alcatraz. Ihr Lufttransport ist unterwegs. 6 Helikopter von Cell. Mehr haben wir nicht. Und wir haben alle keine Zeit mehr. Wenn es nicht gelingt, die Lage erfolgreich zu meistern, wird Stratcom auf Befehl des Pentagons einen taktischen Nuklearschlag auf Manhattan durchführen. Und zwar in 20 Minuten. Was immer Sie vorhaben, Sie sollten sich beeilen. Ach du Scheiße, ja. Was immer ich vorhabe, ich sollte mich beeilen, ja. Setze den Visor ein, um schnell Waffen- und Munitionslager zu finden. Siehst du, diese Funktion, ne? Das ist das Erste, was wir lernen, was wir gelernt haben im ersten Part von Crysis 2. Benutze den verdammten Visor, um Ziele zu markieren. Und was mache ich nicht? Ich markiere das verdammte Ziel nicht. Ich bin so ein Kloppi, Alter. Ohne Scheiß. Und wieder schaffen wir es nicht in diesem Part. Skorpion 1, nähere mich. Hier, Skorpion 3, nähere mich dem Plateau. Meine Güte, sehen Sie sich das an? Unglaublich. Was zum Geier. Das nenne ich mal eine heftige Struktur hier.
Und das wird wirklich kein Spaziergang. Da, sehen Sie den Speer? Das muss die zentrale Struktur sein. Bringen Sie uns so nah ran wie möglich. Alcatraz, Sie müssen direkt ins Herz der Hauptregulierung für die Sporen. Sobald Sie drin sind, müsste der Anzug den Rest erledigen. Glauben Sie wirklich, das wird funktionieren, Coach? Gehen Sie lieber das Risiko mit der Atombombe ein? Das ist unser einziger Versuch. Tja. Also das keine ist jetzt Chance, hier... dass wir da nah rankommen. Zum Landen ist der Boden zu instabil. Und die atmosphärischen Störungen sprengen jede Skala. Wollen Sie raus? Mehr geht's nicht. Also gut, Skorpion 3, setzen Sie ihn ab. Alcatraz, wir beobachten Sie, solange wir können. Viel Glück, Mann. Besser Sie als ich. Besser Sie als ich. Du Affe. Ja, dankeschön. Seid mir eine große Hilfe gewesen. So. Ich fürchte, wenn ich hier runterspringe, dann sterbe ich auch. Das will ich diesmal nicht probieren. Nein, dankeschön. Haben wir Waffen? Ja, haben wir noch. Cool. Das hier ist jetzt also die Superstruktur und die ultimative Basis der Ceph, wo die Rats den absoluten Megaspeer hier in die Höhe strecken und ja, damit wahrscheinlich Manhattan, New York oder die ganze Welt mit Sporen überziehen wollen. Und wir sind der Einzige, der es aufhalten kann. Aber leider nicht mehr in diesem Part, sondern im nächsten. Hoffentlich zum x-ten Mal dann das Ende von Let's Play Some Crysis 2. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.